Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg zum Tesla Service Center. Und zwar geht es um eine Airbag-Austauschaktion. Tesla ruft nämlich die Modelle S von 2014 bis Dezember 2016 zurück und darunter fällt auch meiner. Meiner ist Baujahr Juni 2016. Die Front-Airbags haben ein Problem mit den Gaskartuschen. Die sind vom japanischen Hersteller Takata. Und die können theoretisch zu früh auslösen, was natürlich sehr unangenehm wäre während der Fahrt. Und deswegen müssen die zurück ausgetauscht werden. Und ich bin jetzt sozusagen dabei und lasse die jetzt hier wechseln. Habe einen Servicetermin gemacht. Und was damit alles noch so zusammenhängt, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, der japanische Hersteller Takata hat leider fehlerhafte Airbags verkauft, auch an BMW, nicht nur an Tesla. Also Tesla trifft da keine Schuld. Und die sind, glaube ich, fast alle irgendwie fehlerhaft gewesen, die hergestellt haben. Und der Hersteller ist mittlerweile auch pleite seit 2017. Tesla gibt es dafür noch, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und heute habe ich einen Servicetermin. Das gestaltet sich leider ein bisschen problematisch und ich fahre jetzt dahin, ohne zu wissen, ob das, was ich am Ende alles gemacht haben möchte, auch wirklich funktioniert. Worum geht's bei mir? Also einmal, wie gesagt, der Airbag. Das ist eine Rückrufaktion von Tesla, wie schon erwähnt. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich schon den weiten Weg nach Hamburg auf mich nehme, das sind immerhin über 1,5 Stunden Fahrt und auf der Rückfahrt wahrscheinlich viel länger, weil in Hamburg Elbtunnel Stellingen diese riesen Baustelle ist und da steht man immer stundenlang im Stau. Also ist für mich richtig Aufwand und ich verliere den ganzen Tag dadurch. Deswegen dachte ich mir, wenn ich schon dahin fahre, dann lasse ich auch ein paar mehr Sachen machen, auf Garantie natürlich. Die Sachen, die ich so quasi angesammelt habe, da wären natürlich einmal die klappernden Stoßdämpfer, die Tesla-Krankheit, die ich auch habe, allerdings nur auf der Beifahrerseite. Die sollen gewechselt werden, habe ich mit denen vereinbart. Dann habe ich seit der Sommersaison in meiner Klimaanlage so niederfrequentes Brummen. Das finde ich sehr unschön. Das tut mir richtig in den Ohren weh. Deswegen soll da nachgeschaut werden, ob da irgendwas vibriert. Und dann, last but not least, möchte ich hier eine Aufrüstung auf den CCS-Adapter machen lassen. Also ich muss sozusagen den Bordlader aufrüsten lassen, dass der mit dem CCS-Adapter zusammenarbeitet. Und das ist natürlich nicht kostenlos, das muss ich bezahlen. Aber ich fand das eine gute Idee, weil auch während meinen letzten Roadtrips immer öfter die Supercharger doch relativ stark besucht waren und dann hat man wenigstens die Alternative und kann auf CCS ausweichen, zumal mein CHAdeMO-Adapter nur unzuverlässig hier an meinem Auto funktioniert. Deswegen diese Aktion. Und alles wurde quasi per Mail noch vor der Umstellung der ganzen Service-Kontakte oder Service-Kommunikation auf die App, habe ich das machen können. Wann waren das? Die ersten Kontakte mit dem Service und Terminfindung war Anfang Juni. Und da ging es noch, dass man eine direkte Mail an das Service Center Hamburg schreiben konnte und man bekam auch direkt per E-Mail eine Antwort. Habe ich also die gesamte Kommunikation abgewickelt und da ich ja nun schon durch einschlägige Berichte so ein bisschen vorgewarnt war, habe ich dann einfach mal gefragt, ja gut, der Termin am 1. August, haben Sie denn da auch die Teile alle da, gerade für die CCS-Aufrüstung? Ja, hieß es, das wissen Sie gar nicht, ob Sie die Teile alle da haben bis dahin. Und ich sollte mich doch eine Woche vorher bei Ihnen nochmal melden, dann können Sie das abstimmen. Und ich sagte nämlich, wenn die Teile nicht da sind, dann würde ich den Termin verschieben, weil ich habe keine Lust, zweimal dahin zu fahren. Okay, dachte ich mir, kein Problem, fährst du in Urlaub, habt ihr vielleicht das Roadtrip-Video zum Bodensee gesehen und jetzt, wo ich wieder da bin, wollte ich beim Tesla Service Center ja anrufen, kann man ja nicht, aber eine Mail hinschreiben und habe dort eine Mail hingeschrieben und die kam prompt zurück von Tesla mit einem, ja, mit einer Standardinformation, dass man sich nicht mehr per Mail an das Service Center Hamburg wenden kann, sondern man muss jetzt die App benutzen. Dachte ich, das wird ja lustig. Ich sollte da doch hinterher kommunizieren, ob die Teile da sind. Wie kann ich die denn jetzt erreichen? Meine gesamten Mailadressen, die ich hatte, auch von persönlichen Ansprechpartnern dort, kommen alle zurück. Kein Kontakt möglich über E-Mail. Daraufhin habe ich die App benutzt, habe in der App unter Servicetermin buchen
immerhin meinen Servicetermin gefunden, schon mal sehr gut. Der war nämlich am Anfang noch gar nicht da drin. Jetzt ist er plötzlich drin gewesen und habe dort dann eine Bemerkung in das Bemerkungsfeld geschrieben, nach dem Motto, ob denn auch alle Teile da wären, sie sollen mich bitte zurückrufen oder irgendwie kontaktieren, wie auch immer. Mein Mail würde mir auch reichen. Ja, daraufhin bekam ich Minuten später eine leere Bestätigungsmail von Tesla zurück. Also technischer Fehler sozusagen schon mal. Und es erfolgte keinerlei Kommunikation bis heute. Das war also Montag, heute ist Donnerstag. Ich fahre da jetzt also auf Verdacht hin. Ich gehe davon aus, dass die Teile da sind. Ich gehe davon aus, dass sie mich kontaktiert hätten, wenn sie nicht da sind. Wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn die Teile nicht da sind und ich da umsonst hingefahren bin, dann mache ich aber richtig Ärger. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gut, ich bin jetzt hier quasi vor der Autobahn A27 und wenn ich dann in Hamburg bin, melde ich mich wieder und ihr seid dann dabei. So, ich stehe jetzt vor dem Service Center und bin ziemlich pünktlich. Ich habe noch eine Viertelstunde, bis mein Termin eigentlich terminiert ist. Und dann gehe ich jetzt mal rein und werde mal gucken, ob alle Teile da sind. Ich bin echt gespannt. Okay, ich muss sagen, das hat wieder erwarten, muss ich zugeben, super geklappt. Also alle Teile sind da und wir haben uns auch noch kurz unterhalten mit dem Herrn Petermann. Sehr nett und auch Frau Suhr, alle sehr nett, wunderbar hier. Sie haben auch gesagt, dass sie sich nicht gemeldet haben, war einfach wegen der vielen Überlastung. Und sie hätten sich natürlich gemeldet, wenn die Teile nicht da waren. Aber so sind sie davon ausgegangen, dass ich einfach komme, wenn sie sich nicht melden. Und von daher ist alles gut. Ich war leider ein bisschen verunsichert. Das hätte man natürlich durch proaktives Melden verhindern können. Aber so ist auch okay. Alle Teile sind da. Ich bin zufrieden. Ich kriege alles gemacht und kann den Wagen entweder heute Abend oder sonst morgen früh wieder abholen. Das mache ich von der Verkehrssituation hier rund um Hamburg abhängig. Und als Loaner bekomme ich hier diesen schicken schwarzen P90D aus dem Jahre 2016. Kann ich mal Performance fahren. Also da bin ich ja gespannt, wie der abgeht. Okay, hier saß irgendwie eine Pygmäe drin vorher. Also ein sehr kleiner Mensch. Ich komme hier kaum auf den Sitz. Okay, was haben wir denn hier? Also, abgesehen davon, dass er saudreckig ist. Naja, saudreckig ist übertrieben, aber er ist nicht wirklich sauber. Von innen sieht er fast so aus wie bei mir. Ich habe die gleichen Sitze. Ich habe hier ein Schiebedach. Das Einzige, was ich anders habe, ist hier das Dekor. Das ist hier dieses braune Holzdekor. Moment. Also dieses braune Holzdekor. Hier ist gerade ein Software-Update eingespielt worden. Er ist auf 90% geladen. Was hat er für Fahrzeugdaten? Oh, er hat noch nicht mal 50.000 gelaufen, damit weniger als meiner. Also erstaunlich, erstaunlich. Also es war wahrscheinlich schon immer ein Mietwagen hier oder ein Ersatzwagen. Ja, er hat die 125.000er, meiner hat die 132.000er. Also ist kurz vor meinem gebaut worden. Ja, funktioniert. Was ist das denn? Das habe ich ja nicht mal. Ach so, das ist nur... das ist nur für die Performance-Modelle. Ich verstehe. Ich bin ein bisschen neidisch jetzt. Oh, ich muss erstmal hier alles einstellen. So, die ersten Meter mit einem P90D. Ich bin gespannt. Boah. Ich habe hier die Beschleunigung auch von Sinnen stehen. Die ist wirklich von Sinnen, ist ja der Hammer. Hört ihr das? Dieses Piepen, wenn ich beschleunige. Also so
mehrere Frequenzen übereinander. Und da ist eine hohe Frequenz dabei, die tut mir so in den Ohren weh. Also das könnte ich nicht aushalten, wenn das mein Auto wäre, auf Dauer. Jetzt geht es natürlich, und bei hohen Geschwindigkeiten, sagen wir über 130, ist es auch nicht mehr zu hören. Aber sonst, wenn man langsamer fährt, auch gerade in der Stadt, das geht gar nicht. Muss man nicht anfangen. Boah, dieser Wagen verführt echt zum Ballern. Ich bin jetzt hier in knapp einer Stunde von Norderstedt nach Bremen geheizt. 180 war überhaupt kein Thema und der Wagen ist dabei doch relativ ruhig und leise und fährt auch sehr vibrationsarm. Also im Prinzip ist der von der Lautstärke noch einen Tick leiser als meiner, weil die Geräusche sind irgendwie anders verteilt. Bis auf dieses Fiepen, dieses Piepen vom Frontmotor wahrscheinlich, das ist echt so ein bisschen nervig. Also das würde mich auf Dauer stören, könnte ich nicht aushalten. Aber sonst ist die Kiste hier echt der Wahnsinn. Boah, du prallst mit dem Kopf an den Kopfstütze. Das ist doch nochmal Längen krasser als bei mir. 3, 2, 1, go! Boah. Unfassbar! Unfassbar! Das gibt's überhaupt gar nicht. Boah. Der schießt nach vorne wie eine Gewehrkugel. So, Achtung! Oh, Scheiße! Schlimmer als Achterbahn! Mir ist schlecht. Und das ist noch nicht mal der, wie nennt er sich der Modus? Von Sinnen Plus Modus. Noch eine kleine Anekdote am Rande, als ich bei Tesla meinen Führerschein zeigen musste, also meinen sogenannten Lappen, ich habe noch so einen alten. Da fiel mir ja auf, dass das nur eine Zulassung ist zum Führen von Kraftfahrzeugen, was steht hier, mit Antrieb durch Verbrennungsmaschine. Ich habe gar keinen Führerschein für Elektroautos. Ich darf damit nur Verbrenner fahren. Ach du Scheiße. So, jetzt ist Freitagmorgen. Ich bin heute erst gefahren, weil gestern die Verkehrssituation in Hamburg einfach totaler Mist war. Der ganze Elbtunnel war dicht und ich hätte fast 2 Stunden gebraucht. Und das habe ich mir nicht gegeben, deswegen bin ich heute Morgen jetzt hier zu Tesla gefahren, hole meinen Wagen ab. Angeblich ist alles gemacht worden. Da werde ich gleich mal nachfragen, wie die Lage ist. Und dann geht es wieder zurück nach Hause. Okay, hab den Wagen wieder abgeholt. Wurde doch noch ein bisschen mehr gemacht, als ich dachte. Ich kann mal vorlesen, was da passiert ist. Die Parking Brake Calipers, was ist das denn? Das sind irgendwie Bremssättel, die wurden erneuert. Das waren Rückrufaktionen. Dann wurden die Querlenker getauscht. War auch eine Rückrufaktion. Dann wurden die Airbags erneuert, war auch eine Rückrufaktion. Dann wurde der CCS-Adapter ausgeliefert und der Lader modifiziert, das habe ich bezahlt. Und es wurde die Klimaanlage repariert, in Anführungsstrichen. Es musste nichts repariert werden, es war bloß ein bisschen wenig Klimagas drin, das haben sie nachgefüllt. Und mein erster Test war, dass es jetzt nicht mehr brummt, ich hoffe, das bleibt so. Die Dämpfer wurden leider nicht getauscht. Da vertrat man den Standpunkt, dass das Stand der Technik ist und es keine Lösung gibt im Moment, die das dauerhaft beseitigen würde, weshalb man die Dämpfer nicht tauschen würde. Mein Einwand war jetzt, dass ja schon einige Leute, und auch bei YouTube habt ihr es gesehen, neue Dämpfer bekommen haben. Und da sagten die halt, naja, also wenn sie mit einem Anwalt drohen, dann würden wir es zwar schon tauschen, aber so normalerweise nicht. Gut, so bin ich noch nicht drauf, also ich drohe nicht mit dem Anwalt, ich versuche das irgendwie normal zu klären, also ich kann mit diesem Klappergeräusch auch leben, das ist nicht so wahnsinnig tragisch, habe mich auch ein bisschen dran gewöhnt. Ich hoffe nur, dass wenn es irgendwann mal eine endgültige Lösung gibt, ich das auch nach dem Ablauf der Garantie getauscht bekomme, weil ich das ja nun schon während der Garantiezeit angemeldet habe. Falls das nicht der Fall sein sollte, okay, dann muss man halt mal gucken, ob es nicht doch einen Anwalt braucht.
So, dann wollen wir das ganze Ding mal unboxen, den CCS-Adapter. Also der kommt hier in so einer schönen grauen Tesla-Box, CCS-Combo-2-Adapter. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Okay, so sieht das aus. Packen wir es mal aus. Aha, also ein ja, recht handliches und würde ich mal sagen so 500 Gramm, 600 Gramm schweres Plastikteil. Hier ist der Typ 2 Stecker und hier ist der CCS Anschluss und das werde ich jetzt mal ausprobieren. So, dann stecken wir das Ganze mal rein. Zack. CCS. Zack. Ein bisschen schwer, verriegelt. Jetzt werden wir mal eben die Ladung starten. CCS starten. Und grün. 42 kW. Perfekt. Ja, was gibt's denn so grundsätzlich mal zum Service zu sagen? Wo ich heute Morgen den Wagen abgeholt habe, saß auch schon ein Ehepaar, ich glaube, die kam auch aus Bremen im Service und beschwerten sich ebenfalls darüber, dass das Service Center so gut wie gar nicht mehr erreichbar ist, eigentlich gar nicht mehr erreichbar ist, nur über eine App kontaktiert werden kann. Und das sei doch sehr frustrierend, weil man überhaupt keine Rückfragen stellen kann, in dem Sinne, dass man mit keinem persönlich sprechen kann. Man ist wirklich immer im Unklaren, wird meine Frage gelesen, wann bekomme ich eine Antwort, bekomme ich überhaupt eine Antwort. In meinem Fall war es ja so, dass meine Frage nach den Teilen überhaupt nicht beantwortet wurde, sondern sie gingen einfach davon aus, wenn sie sich nicht melden, werde ich schon trotzdem vorbeikommen. Auch eine Logik. Dieses ganze Serviceverhalten von Tesla kann ich beim besten Willen irgendwie so nicht nachvollziehen. Denn wenn eine große Firma wie Tesla den Service vernachlässigt, dann werden sie ihre Kunden verlieren. Das sage ich hiermit voraus. Service ist das Wichtigste, gerade auch bei Autos. Und das Ganze so WhatsApp-like über eine App abzufrühstücken, ohne persönlichen Kontakt. Du kannst ja nicht mal, wenn du den Wagen da abgegeben hast, irgendwie nachfragen, wann ist er denn fertig. Du bist völlig im Dunkeln und ausgeliefert, dass die sich melden. Nach dem Motto, rufen sie nicht uns an, wir rufen sie auch nicht an. Also das finde ich richtig scheiße und Tesla, ihr müsst das wieder ändern. So geht das nicht weiter, wenn ihr das so beibehaltet. Ich sage voraus, das wird nicht lange gut gehen. Euch werden die Kunden davonlaufen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gesehen vom Tesla Service und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Macht's gut. Ciao.